Liebe Freunde des Gelegenheitspuzzlespiels, ich bin mal eben zum Polenmarkt rüber gejettet und hab mir Klotzki geholt. Richtig, Klotzki, nicht Glocki, das ist nämlich ein polnischer Programmierer. Und der hat auch schon Hook gemacht, falls ihr mein Vorstellungsvideo dazu gesehen habt. Falls nicht, verlinke ich es euch hier nochmal als Infokarte, also Anmerkungen an und draufgeklickt. Und nach Hook kommt also Klotzki. Wir sehen, wo ist es denn jetzt? Das Menü hat Fortschritte gemacht, denn es gibt jetzt eins, wenn ich auf diesen Knopf drücke. Irre, wir können den Ton ausmachen, das ist ja schon mal was. Und wir können nach wie vor mit den Pfeiltasten vor und zurück, das ist jetzt Level 1. Und ich fange an, euch zu erklären, was man hier macht. Es fängt auch sehr simpel an. Man muss die praktisch gegeneinander austauschen und immer hier die Verbindung herstellen. Und dann muss man klicken, damit es weitergeht? Ja. Gut, also man weiß sozusagen, dass hier können nur die Endstücke sein. Und immer die beiden, die ich anklicke, ne, tauschen sich gegeneinander aus, logisch. So, das geht dann auch über Kreuz. Also so. Da kommen aber im Gegensatz zu Hook noch eine ganze Menge mehr Elemente dazu, die das Ganze echt kompliziert machen. Ich kann ja schon mal so viel verraten, wer mein Hook-Video zu Ende geguckt hat, der weiß, oder wer nicht abgeschaltet hat, als ich gewarnt habe, dass jetzt ein Spoiler kommen mag, der weiß, dass es nicht so einen Riesenumfang hat. Ja, also man ist hier bestimmt nicht 10 Stunden beschäftigt oder so. Vielleicht auch noch sehr viel weniger. Aber man hat trotzdem was von dem Umfang, den es so bietet. Und da hat man doch bei Klotzki eine Menge mehr zu tun, um ans Ende zu kommen. Denn das Ding wird echt komplex. Wir machen es mal so weit, bis da so einige Spielelemente zusammengekommen sind. So. Jetzt kann man hier natürlich die ganze Zeit fröhlich hin und her wechseln. Das ist natürlich Quatsch. So. Da muss noch einer hin. Das sieht schon mal gut aus. Hier kann man jetzt auch noch nicht so viel falsch machen. Beziehungsweise man kann so lange wie man will hier rum experimentieren. Später wird es dann eher so sein, dass man in den Levels das Gefühl hat, mit jedem weiteren Zug macht man sich was, eventuell was kaputt, was man sich davor aufgebaut hat. Das ist dann das Problem. Wir haben jetzt hier, fällt mir auch gerade so auf, wir haben keine Anzeige, in welchem Level wir sind. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt richtig geguckt habe. Also hier kamen doch noch keine Zahlen, oder? Und man muss, genau, das kommt noch dazu, man muss manchmal ein bisschen raten, wo es lang geht. Also man kann sich eigentlich denken, dass hier zum Beispiel der Kreis geschlossen sein muss. Das machen wir jetzt mal mit denen. Und hier muss es so sein wie vorher, gerade und hier dann so. Ja, also das sind ja sozusagen immer die Endstücke. Also hier kommt eins hin, da kommt eins hin. So und so. Und so. Und so. Jetzt passt irgendwas nicht. Was macht denn der hier? So. Das ist natürlich auch Quatsch. So. So. Also noch ist es dieses Austauschen der Steinchen und das... Da kommt aber noch was ganz anderes dazu. Ich habe es jetzt schon angekündigt. Es kommt dann jetzt auch hoffentlich bald, bevor ich lange drüber rede. So. Falls ihr euch wundert, warum schiebt er denn den einen Stein dahin? Ich gucke natürlich auch immer nur auf einen von beiden. Also eigentlich immer der erste, den ich anklicke, ist der, den ich wirklich irgendwo sinnvoll hinschieben will. Und natürlich nicht der zweite. Wer sich da unterfordert fühlt und meint, er müsse gleich zwei Steine richtig verschieben, der kann natürlich sich selber da eine höhere Anforderung schaffen. So. Aber es wäre mir unbekannt, dass dieses Spiel zum Beispiel die Züge mitzählt. Es sei denn, es gibt irgendein verstecktes Achievement dafür, ja? Also für die Achievement-Jäger guckt euch da gerne mal um, ob sowas auch noch eingebaut ist. Aber lasst mich damit in Ruhe. Ich muss sowas nicht haben. So. Was wollen wir denn hier? Das ist natürlich auch noch falsch. So.
Es ist auch nicht so, dass hier irgendwann Männchen oder Worte oder irgendwas zustande kommen. Das ist ein reiner Zufall. Also das könnte jetzt ein Mannequin mit zwei Beinen sein. Und davor hatten wir praktisch, sah aus wie Buchstaben OIC, ne? Das ist aber reiner Zufall. So. Muss mich jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen durcharbeiten, bis das kommt, was ich erwähnt hatte. So, genau. Dieses Ding hier kann ich nicht verändern. Also es ist nicht anklickbar. Das ist jetzt zumindest schon mal eine Sache, die neu wäre. Okay, und jetzt haben wir es ein bisschen größer. So, erstmal das Kreuz suchen. Das kommt hier ganz in die Mitte. Dann, die sind eigentlich schon richtig. So. Und... ups. So. Okay. Da haben wir eine ganze Menge Endstücke. Mal sehen, wie das sich so fügt. Ja, das war Quatsch. Jetzt bräuchten wir mal... was bräuchten wir denn? So eins zum Beispiel? Wo kriege ich denn das noch hin? Die sind doch eigentlich mehr auf der Seite. Okay, jetzt kommt... nee, so. Meine erste Herausforderung, wollte ich sagen. Ach so, ja, doch, klar. Hier passt's. Ja, und jetzt geht das Ganze sozusagen in die dritte Dimension. Was hoffentlich auch noch nicht die Hürde darstellt. Jetzt muss man halt nur so ein bisschen ahnen, wo geht's hier lang? Wo fange ich an? Wo mache ich weiter? Gibt es überhaupt einen Anfang? Also das sieht eher so aus, als wenn es eine geschlossene Form wird. Das heißt, wir müssten mal vielleicht so anfangen. Oder zwei geschlossene Formen könnte man auch machen. Oder sogar drei. Nee, ich wollte... was wollte ich? Ah, den wollte ich dahin machen, so. So. Ja. So, also es ging hier nicht übers Eck, aber das kommt auch noch. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob man verschiedene Möglichkeiten hat. Ob es Levels gibt, wo es einem offen gelassen ist, ob man drei Formen macht oder eine große, ob das möglich ist. Soweit habe ich es jetzt nie ausprobiert. Okay, ja, das ist ehrlich gesagt dann schon so mein erstes Problem, dass ich hier ahnen muss, wo es lang geht. Also ich kann ja auch... nee, genau, ich kann auch gar nicht übers Eck schieben. Das beantwortet die Frage eigentlich. Das heißt, ich muss innerhalb einer Kachel alles verwenden, was ich habe. Aber, wie man sieht, hier ist eine Verbindung. Also ich glaube, die soll jetzt auch so sein. Nee, das ist blöd. Ah ja, okay. Ja, das ist jetzt zum Beispiel eine Form, die konnte ich persönlich nicht ahnen. Die hat sich jetzt ergeben. Aber da hätte ich von Anfang an nicht drauf hingearbeitet, dass ich hier so einen neuen mache und da ein U. Ja, aber das ist zum Glück nicht das größte Problem, was man in diesem Spiel hat. Also ich fand die späteren Spielelemente schlimmer. Ah, genau. Und hier, man sieht ja auch immer, was dann aufleuchtet. Hier kann ich innerhalb dieser zwei Bereiche wechseln. Was ich aber nicht muss, weil die gleichen sich eh. Hier kann ich gar nicht wechseln. Okay, also bleibt es ja fast nur noch so. So, was hatten wir jetzt? Jetzt mussten wir... genau. Jetzt mussten wir die dunklen Felder alle so verteilen, dass wir praktisch immer einen Dominostein haben mit einem ausgefüllt und einem nicht ausgefüllt. Und wenn wir das erfolgreich geschafft haben, ist der weiße Punkt da. So, jetzt nehmen wir einen hier rüber. Also das gilt dann wohl auch, wenn es nur einer ist. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob das eine Rolle spielt, welchen ich nehme. Ich nehme mal so, dass sie diagonal sind. Aber ich glaube, es wäre nicht so wichtig gewesen. So, jetzt müssen wir den hier einfach nur
verteilen, dass die nicht direkt nebeneinander sind. Später kombiniert sich dann auch alles miteinander. Nee, das war Quatsch. So, und wenn ich hier klicke, kann ich mich auch nur hier bewegen. Das heißt, ich fange erstmal an, hier zu verteilen. Und dann kann ich mir überlegen, dass ich den zum Beispiel da hinten hinsetze und den hier hin. Dann hätte ich hier wieder mehr Möglichkeiten. Hier könnte sogar auch noch einer hin, aber habe ich ja gar keinen übrig. So. Ja. Ups. Das war vielleicht gar nicht so gut. Vielleicht eher so. Die beiden sind jetzt noch nicht weiß geworden, weil hier was angrenzendes ist. Fang einfach mal da oben in der Ecke an. So. So, hier ist aber genug Platz. Also wie man sieht, hier ist auch noch einiges frei geblieben. Also da hatte ich genug Möglichkeiten, mich zu entfalten. Das war ja fast noch leichter. Nee, das ist natürlich Quatsch. Okay, da die hier nicht zusammenhängen, muss ich natürlich für die schon eine Lösung finden. Okay, der muss da runter. So. So. Moment mal, was mache ich denn hier? Der muss da in die Mitte. Okay, jetzt habe ich es mir ein bisschen zu kompliziert gemacht. So. So. Jetzt hängen die zwar nicht zusammen, aber man kann... Nee. Genau hier. Man kann hier oben untereinander austauschen. Ja, sonst komme ich ja zum Beispiel auf dieser oberen Leiste nicht hin. Also schiebe ich den dahin. Dann muss der natürlich dahin. So. So, und jetzt werden diese beiden Elemente erstmalig kombiniert. Also ich denke schon rein gefühlt, da ich ja auch weiß, wie viele Elemente noch dazukommen. Rein gefühlt und glaube ich auch rein faktisch. Oder mindestens postfaktisch. Wir leben ja im postfaktischen Zeitalter. Ja, gar nicht so lustig. Also rein faktisch müsste das schon den deutlich größeren Umfang als Hook haben, sage ich mal. Um diesen Satz auch nochmal zu Ende zu bringen. Wie war das? Ich glaube, ich musste einfach nur... Okay, das ist ja auch Quark, was ich hier mache. So. Ich musste sie jetzt untereinander so verteilen, dass ich erstens die Linien hinkriege und aber auch die Punkte richtig verteile, dass das klappt, ne? Also kann ich jetzt zum Beispiel mal da oben. Und... wie mache ich das am besten? So natürlich nicht. Ah, ich glaube, sie müssen mittig sein. So. Und so. Und so. Okay, dann machen wir das jetzt auch wieder da in die Mitte. Jawohl. Okay. Wir können eigentlich... lange Linie machen. Einen können wir mal dahin machen. Und wenn wir den jetzt ein bisschen... Nee, geht ja nicht. Mal so. Ah, geht auch nicht. Muss ich den vielleicht weiter hier hinrücken? Jetzt haben wir da wieder eine blöde Stelle. So, 1, 2, 3. Na gut, das macht jetzt keinen Unterschied, ob er hier ist oder da. Ich scheitere, wie furchtbar. Wie war denn das hier? Mal noch ein Stück weiter, aber ich glaube, das macht jetzt keinen Unterschied. Jetzt habe ich sie natürlich alle da, ist auch Quatsch. Nee, ich nehme doch mal wieder dieses Ende.
So, machen wir es doch so. Ja, also ist relativ naheliegend, dass das Kreuz in die Mitte muss. Und wenn ich jetzt die alle hierhin verteile, ergibt sich das vielleicht fast von selbst mit den Punkten. Tada! Glück gehabt, ohne viel Nachdenken. Schaffbar. So. Was wollen wir denn machen? Also hier können wir ja nur einen Punkt hinschieben. Ist ja eigentlich schon mal klar. Und hier können wir nur sowas machen. Genauso wie hier der Punkt hinkommt. Und hier beides kombiniert wird. So. Das können wir hier schaffen. Hier könnten wir zwei Striche und einen Punkt machen. Ein Strich und drei Punkte gehen ja nicht. Wir müssten ja irgendwie zwei Punkte zwangsläufig nebeneinander. Also, machen wir Pünktchen hin. So. Nee, ist auch Quatsch. Was habe ich denn gerade gesagt? Zwei Striche und ein Punkt. Hör die doch mal selber zu. So. So. Und jetzt. Mal sehen. Das sieht noch. Na doch. Das, nee, das sieht auch nicht gut aus. So. Genau. Oh je. Ich wollte eigentlich noch so weit spielen, bis ich zu einigen neuen Testelementen komme. Aber ich glaube, ich halte mich hier schon ganz schön auf. Naja, mal gucken. So, ich mache die wieder so daran. Das hier wird noch zum weißen Punkt, wenn ich die anderen entferne. Also mal schauen. Er ist jetzt natürlich immer an der falschen Stelle. Aber das kriegen wir schon hin. So zum Beispiel. Jetzt muss der hier noch weg. Was machen wir? Wir machen zum Beispiel das dahin. So. Und so. Passt. Genau. Jetzt haben wir hier was Neues. Wir drehen diese Dinger. Das ist eigentlich was, was schon in Hook vorkam. Natürlich in anderer Form. Ist jetzt auch erstmal simpel. Ist hier jeder für sich genommen. Ja. Wo fangen wir an? Wo machen wir weiter? Jetzt könnten wir das hier schließen. Nee, das ist Quatsch. Wir müssen ja die noch mit einbinden. Das könnte man in sich schließen. So zum Beispiel, genau. Ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass man auch ein bisschen die Form erahnen muss oder durch Rumprobieren. Das ist Quatsch. Durch Rumprobieren drauf kommen muss, was es für Formen werden. Wie gesagt, es wird nie zu kompliziert. Das heißt, man kann es immer mit ein bisschen Raterei noch rausbekommen. Hohoho. Das sieht ja auch komisch aus, ne? So perspektivisch. So, das ist jetzt in sich auch schon eine fertige Form. Das heißt, ich könnte hier ums Eck gehen zum Beispiel. So. Das sieht da schlecht aus. Das könnte so rumgehen. Achso, die beiden sind, die gehören zusammen hier unten. Okay. Sieht ja eigentlich auch ganz nett aus, wenn es dann fertig ist. Hat was von Symmetrie und ist direkt ästhetisch. Okay, so, der muss so. Dann muss man hier hoch. Okay, das könnte man jetzt zum Beispiel schließen. Ich weiß nicht, ob es passt. Kann man alles schon in sich schließen. Und jetzt geht es hier vielleicht so rum. Müsste passen, ja. Ja, also das ist meiner Meinung nach nichts, was einem irgendwas sagen soll, diese komische Formation hier. So. Was war das jetzt? Also man muss die, glaube ich, unabhängig voneinander, muss man die zueinander führen. Ups, ich wollte den machen. Zueinander führen. Ja, also die gehen dann sozusagen über Kreuz. Die verschiedenen Farben.
Ja, also die müssten sich jetzt schon geschlossen haben. Oder die mussten sich... Doch, die mussten sich auch schließen. Ich habe es jetzt nicht erkannt, dass sie irgendwie eine geschlossene Formation hatten. Aber ich behaupte mal... Ups. Ich behaupte mal, die müssen auch passen. Wäre ja logisch. Eigentlich sind sie fast so ein bisschen eine Hilfe. Ja, so. Ja genau, jetzt ist es noch nicht vollendet. Und jetzt ist es vollendet. Bloß, dass diese gelben Linien nicht so leuchten wie die anderen, wenn sie geschlossen sind. Okay. Nee. Die habe ich ja überhaupt... Achso. Die waren zum Verbinden, ja. So. So. Ja, also hier werden auch wieder zwei Sachen kombiniert, ne? Einmal dreht man hier und hier legt man sie um. Nee, da wollte ich es haben. Ah. Das ist Quatsch. Machen wir so rum. Ach so, ja. So ist vielleicht besser. Okay. Ich versuche erstmal den einfachen Weg außenrum komplett zu legen. Dann gucken wir mal, was wir hier innen noch machen können. Ne, die müssen verbunden sein. Dann muss es da oben lang gehen. So. Oh ja, oh ja. Ja, jetzt wird es richtig spaßig. Also, hier haben wir so ein Randstück. Das kann eigentlich hier nicht sinnvoll eingesetzt werden. Es muss eigentlich da bleiben. Genauso wie dieses. So, und jetzt haben wir hier das Ende und da. Das sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Vielleicht eher so, ja. So. Vielleicht kann ich zwischendurch auch mal ein Wort der Endwarnung verlieren, bevor man sich hier zu viel Sorgen macht. Gerade wenn das Spiel so richtig schwer wird und man denkt, ich halte es nicht mehr lange durch, das ist mir jetzt alles doch ein bisschen zu viel für eine entspannte Rätselei, hat man auch wirklich die schwersten Level erreicht und dann ist man durch. Also so ging es mir, dass ich dachte, jetzt wird es echt so fies, dass ich da nicht mehr Ewigkeiten drauf Lust habe, aber dann hat es auch schon aufgehört. Da sind wir, wie gesagt, immer noch nicht. Aber das fand ich so vom Schwierigkeitsgrad her, nee, es muss da hin, fand ich das sehr gut getroffen. Okay, das ist Quatsch. Dann drehen wir das mal. So, jetzt haben wir hier wieder, jetzt haben wir schon alles Mögliche. Jetzt haben wir drei Farben, die zusammenpassen müssen, beziehungsweise Linien ergeben. Wir haben hier was zum Austauschen und wir haben hier überall was zum Drehen. Da kommt echt mal was zusammen. Ich würde sagen, ich mache mal die gelbe Linie so. Das drehen wir. Und das drehen wir auch. Gut. War jetzt auch wieder ein bisschen leichter, als es erst aussah. Moment mal. Was mache ich denn hier mit? So, mache ich den da hin. So. Genau. Huch, nehmen wir den. So. Nee, das ist natürlich Quatsch. Aber da oben komme ich ja nicht. Ach doch. Ich kann hier die komplette Ebene wechseln. Ne, Moment, dann nehme ich natürlich den. Und jetzt den. So, jetzt ist die Linie hier geschlossen. Die, denke ich mal, schließe ich so. Jetzt haben wir auch gleichzeitig die gelbe Verbindung hier. So. Ah. Wenn man so im Drehwahn ist, dann vergisst man irgendwann, dass man aufs nächste Feld klickt und hier austauschen muss. So. Ja. So, und jetzt fängt es an, gemein zu werden. Jetzt kann ich dann auch langsam aufhören,
dieses Video ewig in die Länge zu ziehen, denn jetzt kommt der Spaß hier. Und der hat es mir dann endgültig gegeben. Weil man ja hier alles gegeneinander drehen kann. Das könnte jetzt zum Beispiel so gehen. So nicht. Man hat hier gerne mal ein offenes Ende, was dann nicht funktioniert. Und dann muss man sich überlegen, drehe ich das obere oder drehe ich das untere, ja? So, hier kann man noch alles zueinander führen. Ja, das ist Quatsch. So müsste es doch passen. Ja. Übrigens, aber ein lustiges Geräusch. Das gefällt mir sehr, wenn man hier dreht. Als wenn irgendwie so ein bisschen klingt, als wenn eine Trommel gehauen wird. Boom, boom, boom. Okay, da müssen wir mit den losen Enden aufpassen. Das hier würde doch sehr gut aussehen. Genau, ja. So, hier unten passt es nicht, deswegen würde ich es gerne vielleicht so drehen. Das sieht ja gar nicht schlecht aus. Jetzt müssen wir noch das hier hinbekommen. So. Der da oben wäre das Problem. So, genau. Ah, jemine, ja, was war denn hier? Okay, also das, was hier hoch steht, ist irgendwie nur Zierde. Das kann ich nicht verändern. Also erstmal brauchen wir ein geschlossenes Ende hier. Da kann man zumindest sagen, dass dieses Ding hier nur so existieren kann. Weil ich kriege ja hier sonst kein geschlossenes Ende hin. Würde ich jetzt mal behaupten. Also das kann ich nur so dahin machen. Jetzt muss ich dieses Ende hier aufnehmen. Das heißt, da bleibt eigentlich auch nur... Die Möglichkeit bleibt auch nicht. Dann ist hier offen. Also bleibt nur die Möglichkeit... So ein paar Anhaltspunkte hat man ja schon. So, jetzt ist der hier zwar vermeintlich schon fast fertig, aber eben nur fast. Hier ist wieder so eine Ecke, die mich stört. Machen wir es lieber so. Oh, das geht nicht. Oh, Moment, wie geht denn das jetzt? Ich mache es mal so. Jetzt werde ich wahrscheinlich von der Seite wieder was anders machen. Genau, jetzt schließe ich das da in sich und jetzt passt hoffentlich das Ende. Ja, so. So, das hat jetzt zwar nur drei Seiten, die ich sehen kann, aber wie war das? Ach ja, ach du Scheiße, jetzt dreht man innen und außen. Ah, es wird immer fieser. Okay. Wie war denn das? Ich kann natürlich auch beide drehen, dann habe ich wieder das komplette gedreht. So, also da ist ein offenes Ende, was nicht passt. Wenn ich jetzt... Hier hätte ich mittig zwei. Ah, das sieht gar nicht so schlecht aus. Mittig zwei, hier einer. Und jetzt drehe ich nochmal das mittlere mit. Ich glaube, ich musste alle mitdrehen. Nee, hier geht was nicht. Oh je. Jetzt kommen wir schon völlig ins Trudeln hier. Dieses offene Ende da. Hat es mir verhagelt. Okay. Aber ich habe ja nur zu der... Also das ist ein völliger Quatsch. Zu der Seite... Ach so, so rum. Ja. Ja, manchmal ist es dann nur ein... Eine Kleinigkeit. Wunderhübsch, wunderhübsch. Nee, das ist Quatsch. Da muss ich, glaube ich, so rum... waren das. So, das bringt nichts. Kann die ja auch noch drehen. Allerdings kriege ich die hier nicht zusammen. Wobei ich natürlich so machen könnte und dann... Nee, das geht auch nicht. Das ginge so. So, allerdings... Jetzt muss ich da wieder ansetzen. Dann kriegt mir da die Ecke. Aber da ich dieses Eckstück, naja, das könnte ich, nee, das kann ich wirklich nur in der Ecke ansetzen. Also ich würde sagen, das Ding muss schon so bleiben. Aber, ah doch, da habe ich noch Chancen. Da habe ich noch Chancen. So. Ja, okay. Wunderbar. Ich glaube, wir sind da angekommen, wo ich hin wollte.
ich habe jetzt so ziemlich alles gezeigt an Elementen. Ich hoffe, keiner fühlt sich jetzt veräppelt und denkt sich, toll, habe ich doch wieder alles gesehen. Ich habe jetzt nicht rechtzeitig Stopp gesagt, aber ich glaube, das kann man auch für sich selber entscheiden, wie weit man sich spoilern lässt. Jetzt haben wir hier eine fröhliche halbe Stunde gemacht. Sind halt auch wieder schon recht weit durch, aber das Zusammenspiel dieser ganzen Elemente wird jetzt nochmal über, ich würde mal behaupten, 10, maximal 20 weitere Felder, also Bildschirme, wird es nochmal so fies, dass man sich da noch gut beschäftigen kann. Also, eine weitere Empfehlung von mir, Klotzki, und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!